Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Pokémon Schwarz 2. Wir befinden uns immer noch auf der Plasma-Fregatte und haben hier derzeit einige Trainer besiegt und es wurde jetzt der Notstand ausgerufen. Also ich weiß nicht, ob es der Notstand war, aber es wurde auf jeden Fall ausgerufen, dass Eindringlinge an Bord sind. Ich denke, wir wissen alle, um welche Eindringlinge es sich dabei handelt. Und jetzt könnte es etwas gefährlicher werden. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, wir suchen immer noch die Druckplatten, um die Barrieren ausschalten zu können. Und wie wir die am besten finden, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwie random umherlaufen wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, jetzt mache ich jetzt einfach mal den Trick aus der Pokémon Arena, der jetzt hier gerade nicht funktioniert hat. Immer, also aus der Pokémon Arena von Safronia City immer hoch und runter laufen, bis man irgendwo mal irgendwo ist. Aber ich soll... Oh, wir haben tatsächlich eine Druckplatte gefunden. Es hat sich angehört, als wäre hinter der Wand eine Barriere deaktiviert worden. Sehr schön. Ja, das Problem ist, ich muss hier ein bisschen random rumlaufen eigentlich. Aber passt schon. So, dann gehen wir mal hier oben rein. Ich versuche einfach mir so ein bisschen was zu merken. Wir gehen mal ganz hinten rein. Ganz hinten. Dann kommen wir hier raus. Hier haben wir keine andere Wahl, als hier reinzugehen. Machen wir dann mal. Wo kommen wir jetzt hier raus? Bei der Druckplatte, bei der wir eben schon waren. Okay, das heißt oben rechts. Der hintere bringt uns nichts mehr. Wir könnten jetzt höchstens oben rechts reingehen. Und oben links bringt uns auch nichts mehr. Und hier unten mal austesten. So, dann haben wir jetzt hier gleich drei Möglichkeiten. Ich gehe mal hier unten rein. Mal gucken, vielleicht bringt das was. Nicht so wirklich. Jedenfalls bringt es uns nicht direkt zu einer Druckplatte. Ich gucke mal hier rein, ob es uns hier direkt reinbringt. Ja, okay, wunderbar. Es hat sich angehört, als wäre hinter der Wand eine Barriere deaktiviert worden. Wunderbärchen, dann brauchen wir nur noch zwei. Und dann steht wahrscheinlich der finale Kampf so langsam bevor, oder? So, dann gucke ich mal hier links noch rein. Hier wird bestimmt auch noch eine sein. Nee, die nicht. Dann gehe ich wieder zurück. Ich glaube, ich gehe jetzt in jeden Teleporter halt einmal rein und gucke, ob wir zur Druckplatte kommen. Weil eigentlich wird man ja nur zwischen diesen Räumen hin und her geportet. Das heißt, wenn man alle Räume abklappert, müsste man eigentlich auch alle Druckplatten finden. So, die hier noch. Ich glaube, hier ist die Druckplatte jetzt. Nee. Okay, dann darüber vielleicht. Ansonsten haben wir unten noch die beiden unteren Räume. In denen waren wir, glaube ich, auch noch nicht. So, hier haben wir auch keine Druckplatte. Okay. Na gut. Dann raus hier. Und dann gehen wir unten links erstmal rein. Kommt man hier eigentlich auch noch vorbei? Nee. Okay, also hier muss jetzt auf jeden Fall eine Druckplatte drin sein. Alles andere würde mich verwundern. Hier ist keine. Oje, oje. Hier hinten. Ah, hier haben wir noch zwei Gänge. Okay, das heißt, es ist eine gute Möglichkeit, noch die Druckplatte zu finden. Sehr schön. Okay, und dann glaube ich, wird sie hier in dem Raum nicht mehr sein, sondern im gegenüberliegenden Raum noch. Und dann haben wir alle Barrieren gelöst. Was auch immer Bautz Junior die ganze Zeit macht, ne? Der rennt immer mit, aber irgendwie kriegt er nichts geschissen. So, hier mal rein. Ah, leider keine Barriere gefunden. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Dann gehen wir hier oben rein. Ist hier vielleicht eine Barriere? Nein. Dann muss sie unten sein. Sonst haben wir ein Problem. Komm schon, die ist jetzt hier unten drin. Oder? Ja, nice. Es hat sich angehört, als wäre hinter der Wand eine Barriere deaktiviert worden. Alle Barrieren wurden deaktiviert. Du kannst jetzt weitergehen. Sehr schön. Wunderbar. Dann wollten wir das Pokémon noch wechseln, was vorne ist. Fällt mir gerade ein, weil Sky Level 51 erreicht hat. Und dann werden wir das Glücksei jetzt mal an... Ich denke mal an Wollfalke weiterreichen. So, genau. Und Sky trägt jetzt Hackattack. Ja, das ist nicht unbedingt schlecht. Kann man, denke ich, so machen. Okay. Und dann sind wir bereit für den eventuellen finalen Kampf. Wobei da sicherlich auch noch ein, zwei mehr Kämpfchen kommen könnten. Aber zumindest werden jetzt die großen Kaliber, glaube ich, auftauchen. Denke ich mal. Teleportieren wir uns. Auf geht's. Hallöchen. Ist das wieder Violaceus? Oh, da unten ist irgendwas. Ich würde ganz gerne... Ah. Ich erkenne nicht, was da unten ist, aber es sieht nach einem Pokémon aus. Du bist weit gekommen. Du bist ein beachtlicher Trainer. Wo du extra hergekommen bist, zeige ich dir etwas Besonderes. Sieh her. Das legendäre Eis-Pokémon Kyurem. Hallo Kyurem. Wir kennen uns. Ich habe dich mal gefangen. Die Eisgeschosse, die wir auf Trindrake City abgefeuert haben, wurden mit Hilfe von Kyurems Kraft und Team Plasmas Technologie hergestellt. Ja, kommt jetzt nicht so überraschend. Also dann,
Du könntest zu einem Risiko für Team Plasma werden. Deswegen werde ich dich hier und jetzt aus dem Weg räumen. Das kannst du vergessen! Danke, dass du die Barrieren deaktiviert hast. Du hast mir echt geholfen. Ich werde euch beide beseitigen. Okay. Ich weiß nicht, ob es ein Doppelkampf wird. Keine Ahnung. Könnte sein. Aber wir stehen nicht direkt nebeneinander. Aber es wird zu einem Doppelkampf. Okay, das könnte gegen Violaceus echt eklig werden. Cleopada und Frigometri. Stimmt. Okay. Wolfalke und Admurai. Zwei Wasser-Pokémon. Boah. Sturzflug ist halt eine Attacke, die uns ordentlich Schaden machen würde. Vor allem, ich würde gerne das langsamste. Ja, das bringt mir auch nichts. Ich setze Sturzflug jetzt einfach ein. Ein bisschen Risiko muss sein. Damit sollte Cleopatra auf jeden Fall One-Hit sein. Oder? Ja, Cleopatra ist One-Hit. Das wird uns ordentlich Schaden machen. Ja. Aber wir überleben doch von Frigometri einen Eisstrahl, oder? Er kommt sogar auf uns. War vielleicht ein bisschen risky. Aber der Nassschweif könnte dafür Frigometri auch schon eliminieren. Ja, tut er auch. Aber Wolfalke hat ordentlich einstecken müssen. Ein Glück hagelt es nicht, ne, Leute? Wieder ein Frigometri und ein Kuckmada. Okay, wenn Kuckmada jetzt Superzahn auf uns einsetzen würde und Frigometri danach einen Eisschall, dann wäre es das, glaube ich, gewesen. Aber ich hoffe einfach mal auf Admurai, dass Admurai irgendwie was ausrichten kann. Mit seinem Nassschweif sollte es jedes der beiden Pokémon one-hitten können, potenziell. Von daher hoffe ich einfach mal, dass du das machst. Das wäre sehr nett von dir. Schlitzer kommt. Aua. Okay, das geht aber noch. Nassschweif auf Kuckmada? Ja. Okay. Sollte ausreichen, denke ich. Yep. Okay, wunderbar. Und als nächstes kommt Serapendra. Serapendra können wir zumindest mit einem Luftschnitt ausschalten. Ist aber auch nicht gerade ein langsames und vor allem kein schwaches Pokémon. Luftschnitt auf Serapendra. Wir kommen auf jeden Fall durch. Es kann also auch zurückschrecken. Okay, es reicht aus. Das heißt, wir haben nur noch zweimal Frigometri wahrscheinlich vor uns. Und einmal wird Admurai jetzt gleich beseitigen. Level 49 für Wollvölke. Die Verteidigungspunkte können wir gut gebrauchen. Lichtschild, okay. Das heißt, nur noch physisch angreifen. Komme ich, denke ich, mit klar. Und Admurai auf jeden Fall auch. Nassschweif kommt, sollte wieder One-Hit werden. Und dann bleibt nur noch ein Frigometri übrig. Das werden wir sicherlich auch aus dem Weg räumen können. Nee, Sneebuna kommt, okay. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Erzwinger von Sneebuna wirkt. Ja, wir können nicht so viel machen. Weshalb ich mich jetzt einfach mal heile. Und Admurai, du haust mit deinem Nassschweif rauf. Und dann sollte das eigentlich ein One-Hit werden. Sofern du halt triffst, ne? Aber das hoffe ich jetzt einfach mal. Nachthieb kommt, okay. Na, macht schon nicht so wenig Schaden. Nassschweif kommt, Nassschweif trifft. Und Nassschweif reicht hoffentlich aus. Nee, Sneebuna hält tatsächlich durch. Okay, ja, dann werde ich das Ganze mit einem Sturzflug behalten, ne? Wenn, dann richtig. Sneebuna kommt mit Nachthieb, geht wieder nicht auf uns. Okay, macht aber ordentlich Schaden. Sneebuna ist schon kein schwaches Pokémon. Bye-bye, Sneebuna. Sehr schön. Ein paar Kapierchen verlieren wir. Die nehmen wir, denke ich mal, locker super gerne in Kauf. Wo liegt der Unterschied zwischen deinem und meinem Pokémon-Team? Alter schützt vor Torheit nicht. Oh, willst du etwa sagen, dass du dumm bist? Oder Fehler gemacht hast? Ich werde niemals gegen Team Plasma verlieren. Übrigens, wo sind wir hier? Dieses Pokémon, es ist mit Eis bedeckt. Kann es sein, ist das was Trindrake City? Du bist schlauer als ich dachte. Wenn du so viel Verstand hast, wieso bist du das Risiko eingegangen, in unser Versteck einzudringen? Das ist doch offensichtlich. Ich tue alles, um das Pokémon meiner Schwester wiederzubekommen. Bist du es etwa, der vor 5 Jahren in Eventura City ein Feliloo gestohlen hat? Ein einfaches Feliloo? Das wird irgendjemand gestohlen haben und jetzt für sich benutzen. Aber was ich nicht verstehe, es gibt doch noch andere Feliloo. Warum hängst du so an diesem einen? Dieses Feliloo ist absolut einmalig auf der Welt. Mein verstorbener Großvater hat es extra für meine kleine Schwester gefangen. Es ist unverzeihlich. Ein Andenken an jemanden? Das mag für dich zwar sehr wichtig sein, aber für Außenstehende ist das eine unbedeutende Angelegenheit. Es ist nichts im Vergleich zu diesem prachtvollen Schiff. Es nutzt die Kraft des legendären Pokémon Kyurem.
Damit wird es uns dieses Mal gelingen, ein All zu unterwerfen. Sieht so aus, als hätte sich Kyurem vollständig regeneriert. Ich werde den DNS-Keil sinnvoll einsetzen. Den Rest überlasse ich euch, Finstrio. Red kein Müll! Du hast schließlich verloren! Ja. Okay. Nices Teil auf jeden Fall, ne? Wohin geht's jetzt? Und sind wir noch auf dem Schiff? Nein. Team Plasma, wohin ihr auch flieht, entkommt mir nicht! Was ist das da drüben? Tut mir leid, dass ich so spät komme. Ich vermute mal, dass sie in Richtung Riesengrotte fliehen. Die Riesengrotte, sie liegt am Ende von Route 22. Gut, ich gehe da jetzt hin. Flo, komm auch du. Dieses Pokémon, Kyurem, oder? Ich finde, seine Stimme klang irgendwie traurig. Kyurem. Missbraucht Team Plasma Kyurems Kräfte etwa für seine bösen Machenschaften? Wie wollen wir Team Plasma aufhalten? Wenn Kyurem ein legendäres Drachen-Pokémon ist, so wie Lysander sagt, dann können ihm nur Zekrom oder Reshiram die Stirn bieten. Aber keines dieser beiden Pokémon ist im Moment hier. Wo sind die beiden Trainer, die von den legendären Pokémon anerkannt wurden? Ich werde mich aufmachen und sie suchen. Ja, dann stehen wir hier nicht so rum, ne, Charon? Und was ist das da drüben, hat Bautz Jr. noch gesagt. Bedeutet, dass hier noch irgendwas sein muss, oder? Hä? Hier ist einfach nichts. Was ist das da drüben? Hat Bautz doch gesagt. The fuck? Du hast mich verarscht, oder? Damit du Erster in der Riesengrotte bist. Ja, ja, Bautzi. Ich hab dich durchschaut, Mann. Ich hab dich durchschaut. Okay. Jetzt sind die schon wieder abgehauen. Mann. Ich dachte eigentlich, dass sie sich dieses Mal stellen würden, aber scheinbar sind sie noch nicht bereit aufzugeben. Und sie haben Kyurem in ihrer Gewalt. Und den DNS-Keil. Was auch immer der DNS-Keil macht. Also auf den Covern von Pokémon Schwarz 2, Weiß 2 ist ja eine, soweit ich weiß, eine Fusion von Kyurem mit den legendären Pokémon oder so. Aber ich kann mir derzeit noch nicht vorstellen, wie die legendären Pokémon wieder auftauchen sollten, wie diese Fusion stattfindet, ob der DNS-Keil was damit zu tun hat. Ich bin mir da absolut nicht sicher. Und es sind noch viele Rätsel offen, die wir, denke ich mal, in der nächsten Folge dann lüften können. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dahin und ciao.